Und innerhalb von diesen 30 Tagen ging das so schnell mit der Reichweite. Da sind Videos dabei mittlerweile, die 100.000 Aufrufe haben und jetzt mittlerweile 6.000 Follower. Und bis Ende August werden wahrscheinlich die 10.000 geknackt werden. Hallo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir einen Gast dabei und zwar die liebe Lisa Nilles. Ich kenne Lisa seit etwa 2 Jahren vom Projekt. Wir haben mal zusammen gearbeitet und in diesem Projekt ist auch ihr Fit im Obstbaumschnitt geboren worden. Genau, Lisa kommt aus der schönen, also wohnt in der schönen Schweiz. Wenn sie dann kommt, kann sie selber sagen. Und ihr wisst ja von mir, dass ich mal Gartenbloggerin war. Deshalb weiß ich, ihr Thema ist schon sehr gefragt bei der Menschheit. Weil essen müssen wir alle. Und ich bin Lisa wieder begegnet, als ich mein erstes TikTok-Video hochgeladen habe. Ich verlinke euch auch hier noch. Ich habe einfach mit Instagram Reels angefangen und es mal auf TikTok geladen und gesehen, dass es voll die Reichweiten bringt. Wie so Videos, bei Videos, also bei Pinterest ist der Hack schlechthin, lohnt sich Videopins zu erstellen. Und wenn man halt zum Beispiel auf Instagram oder eben auf TikTok, wo Lisa schon eine krasse Reichweite und schon fast Influencertum aufgebaut hat, weil man muss überlegen, sie ist sehr nischig unterwegs. Genau, und jetzt würde ich sagen, Lisa, Bühne frei. Ja, auch von mir ein Hallo. Eben TikTok mit Obstbäumen. Das ist mein Thema für den Obstbaumschnitt mit Blog, Podcast, YouTube gestartet. Und vor 30 Tagen knapp, also jetzt vor 4 Wochen, habe ich mir eine Challenge auf TikTok gesetzt, 30 Tage lang Videos zu machen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das mit einem extrem nischigen Thema. Und eben heute erzähle mal ein bisschen drüber, wie das auf TikTok alles funktioniert. Und auch mit Nischenthemen und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut mit Expertenthemen. Denn TikTok ist ursprünglich mal gestartet als die App Musical.ly oder beziehungsweise TikTok hat später eben Musical.ly aufgekauft. Und das war eine Spaß- und Tanz-App, wo Leute eben lip-synken konnten zu verschiedenen Songs oder Tanzvideos hochgeladen haben. Aber TikTok hat sich sehr, 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 sehr weiterentwickelt und es gibt mittlerweile auch noch viele Tanz- und Lip-Sync-Videos, aber auch sehr viele Videos, die in eine ganz andere Richtung gehen und eben für Expertenunternehmen, die eben Wissen vermarkten wollen oder über Content eben ihre Zielgruppe erreichen, sehr, sehr gut geeignet ist. Und dazu stellen wir heute einige Tipps und Tricks vor. Ja, genau, eben. Ich habe Lisa gesehen, ich habe ihren großen Account gesehen und gedacht, ach, Lisa kenne ich so gut. Erzähl doch auch mal meinen Leuten, wie man bei TikTok wachsen kann. Ich kann mir das halt vorstellen, gerade Leute, die vielleicht frisch in die Selbstständigkeit kommen und sehen, oh, alle sind so weit und ich schaffe eh nichts, dass sie vielleicht sich mal überlegen, mal so ein TikTok-Video zu machen und sich überlegen, wollen sie einfach so an ihrer Konkurrenz vorbei schwuppen mit TikTok, so. Genau, und Lisa hat uns 5 Tipps mitgebracht, wie man schnell und einfach starten kann. Und wir wollen euch auch noch eine Anleitung geben am Schluss, wie ihr vielleicht auf TikTok starten könnt. Genau, und auch eben, um an dem schnell an der Konkurrenz vorbeizuziehen, das ist eben die ganzen anderen Garten-Instagrammer, weil ich auch viel auf Garten oder auf Instagram unterwegs war, die alle bei 10.000, 20.000 Follower sind, da ist noch kein einziger auf TikTok. Und innerhalb von diesen 30 Tagen ging das so schnell mit der Reichweite, da sind Videos dabei mittlerweile, die 100.000 Aufrufe haben und jetzt mittlerweile 6.000 Follower. Und bis Ende August werden wahrscheinlich die 10.000 geknackt werden. Und das ist halt auf Instagram in diesem Zeitraum so definitiv nicht machbar. Und das ist halt die Macht von TikTok, weil das eben wie Instagram und Facebook früher eine App ist, die jetzt eben erst am Kommen ist, wo ganz viele noch gar nicht wissen, dass das eben auch eine App ist, wo was anderes geht als tanzen. Ja, es ist Genau, mega cool. genau. Also ich kann auch sagen, ich bin damals vor 4 Jahren an meiner Konkurrenz vorbeigezogen, weil ich SEO zum Beispiel gemacht habe. Und man vergisst immer, also mach nicht immer das, was alle machen. Nimm deinen eigenen Weg, mach deine eigenen Ziele, lauf den und am Schluss bist du auf dem höchsten Berg und die anderen sind halt da, wo alle sind, so in dem Stil. Also mega cool, also wirklich. Und TikTok und Pinterest passen halt auch wunderbar zusammen, weil bei beiden eben die Videopins so, so wichtig sind oder Videos eben auch ganz einfach geteilt werden können. Ja, Genau. genau. Also
gerade auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur TikTok mache, könnt ihr auch schnell und einfach so, wie ich es jetzt mache. Ich mache jetzt schnell und einfach einen TikTok-Account, habe jetzt keine Zeit, bin selbstständig, aber ich kann ja ab und zu wieder mal ein Video da hochladen, weil 4 Follower und irgendwie die Pins werden, also die Pins, die Videos werden trotzdem irgendwie 250 Mal ausgespielt, wo ich denke, ja cool, ich muss nichts machen. Also das, was ich eh schon habe, noch schnell da hochzuladen. Ja. Und bei TikTok geht es ja noch schneller. Also wenn ihr TikToker seid, könnt ihr einfach diesen Share-Button klicken und dann zack. Und ich glaube, man kann es auf Instagram laden und auch auf Pinterest. Also ja. Überall. Für Leute, die experimentierfreudig sind oder auch um zu üben. Viele denken ja, um zu üben, gehen sie kurz, machen sie mal eine Insta-Story, aber um zu üben kann man auch mal schnell einen TikTok aufnehmen. Also schaut meine TikToks an, die sind. Das ist eine Komfortzone-Challenge, was zu machen. Eben, da geht es auch schon um den ersten Tipp, wenn man eben um Videos geht. Es ist vielleicht nicht für jeden am Anfang einfach eben vor ein Video zu treten. Was aber bei TikTok wichtig ist, dass du einfach eine persönliche Note reingehst. Entweder du bist selbst im Bild, was halt sehr, sehr gerne auch geklickt wird und gerne auch geguckt wird, wenn einfach die Leute selbst da sind, auch für dein Personal Branding. Aber falls das nicht geht, falls du dich noch nicht traust, direkt vor die Kamera zu gehen, mach ein Voice-Over. Das ist eine Funktion in TikTok, wo du eben ein Video hochladen kannst oder ein Video aufnehmen kannst und dann legst du einfach deine eigene Stimme drunter. Und so hast du schon mal, eben bevor du komplett sichtbar wirst, hast du schon mal ein eigenes Merkmal von dir auch nochmal mit drin. Und wo die Leute dich eben nochmal ein bisschen besser kennenlernen und auch nochmal die persönliche Note von dir mithaben. Genau. Okay, also stellen wir uns mal vor, ich bin Landschaftsarchitektin oder, keine Ahnung, mache irgendwas anderes, dann könnte ich auch theoretisch irgendwas mit Blumen machen, die irgendwie rumschieben und einfach meine Stimme geben. Weil so habe ich es damals gemacht, habe einfach die Gärten in den Vordergrund gerückt. Aber ihr könnt dann so mit einer persönlichen Note reinspielen. Genau, auch sehr spannend. Ja, ein Tutorial machen, eben wie Blumenarrangements funktionieren und einfach drüber sprechen, wie du das oder was du da gerade machst. Eben, du musst nicht im Bild sein, bist aber trotzdem da. Ach, genau. Cool. Super, ja, dann ist ja nicht mal eine Komfortzone-Challenge. Genau. Eine Spielerei in der Pause. Um einfach die App mal kennenzulernen, genau. Dann geht schon weiter zum zweiten Tipp. Das ist eine Eigenart von TikTok, um die View-Zeit zu erhöhen. Also damit die Leute länger auf den Videos draufbleiben, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei TikTok. Also die Leute möglichst lange da zu halten, hilft es sehr, wenn du die Videos beschriftest. Also wenn du Schriften einfügst, wenn die Texte wechseln. Und was du besonders beachten musst, weil bei TikTok ist der Bildschirm auf der linken, rechten Seite, hast du eben dein Icon, wo die Leute dir folgen können. Darunter sind eben die Likes, Kommentare, Shares, wo du eben teilen kannst. Und unten ist eben die Überschrift deines Videos, die Hashtags und der Song oder dein Original, deine Stimme angezeigt. Und du musst eben bei den Texten darauf achten, dass der Text in dem oberen linken Bereich ist, dass eben nicht durch die TikTok-Buttons überdeckt wird. Habe ich schon falsch gemacht. Das war weil man kann es ja nicht lesen, was da unten steht, weil ja der Text ist. Genau. Da einfach nur darauf achten, dass eben in dem oberen linken Bereich der Text spielt und Texte helfen einfach dabei, dass die Leute länger bleiben und länger gucken. Weißt du das? Sind die Leute, hören die mit oder nicht? Oder weiß man das? Hören sehr, reagieren auch sehr auf die Stimme, aber manchmal fällt der Ton aus. Da ist noch manchmal ein bisschen buggy, wo dann einfach bei Videos kein Ton dabei ist. Und deswegen auch in der Hinsicht wichtig, dass da einfach ein Text ist. Plus für Pinterest, auch manchmal, wenn da eben nicht die Musik mitläuft oder der Text mitläuft, können die Leute dann eben bei Pinterest auch mitlesen. Wenn du ja, also für Pinterest wäre es super, weil da hören die Leute nicht so mit. Also bei Instagram-Stories hat man es ja auch schon gehört, es ist ein Mehrwert für die Leute, wenn die noch irgendeinen Text, und wenn es nur ein paar Stichworte sind, also ihr müsst da nicht Text mit. Ja, also es gibt ja auch die Apps, die irgendwie das alles übersetzen, das braucht es gar nicht, aber man muss wissen, um was es geht. Genau. Beispielsweise 3 Tipps für mehr Reichweite auf Pinterest und 1.3, 2.3, 3.3 und dann eben deinen Spruch oder deinen Text dazu, den du halt sprichst. Und schon ist das Video fertig. Genau. Wie lange hast du, bis du so ein TikTok-Video produziert hast? Ganz am Anfang habe ich über 1 Stunde gebraucht, weil ich aber noch keine Ahnung von der Kamera und alles hat und ich verschiedene Szenen eben gefilmt hat und mittlerweile zwischen 10 Minuten bis maximal 20 Minuten mit allem, also mit Drehen, mit Schneiden, mit Hochladen, mit
Text drüberlegen und fertig. Okay, das ist eigentlich noch eben, ist eine Pausenarbeit. Ja, das ist wirklich morgens nach dem Aufstehen, nachdem wie Wetter ist, ist das Video schon fertig und hochgeladen. Spannend, okay. Du kannst eben auch einfach Fotos nutzen und da draus ein Video basteln oder du kannst halt auch ältere Inhalte nutzen und da draus einfach ja, Videos erstellen. Du brauchst halt gar nicht mehr rauszugehen, filmen, sondern wenn du halt schon sowieso unterwegs bist auf anderen Plattformen, hast du ja meistens schon Videos, Fotos, die du dann einfach recyceln kannst. Ja. Dann gerne weiter zu den Tipps. Ja. Zum dritten Tipp. Musical.ly war eine App, da waren maximal 15 Sekunden Videos machbar. Also ein Lip-Sync-Video von 15 Sekunden. War bei TikTok auch lange der Fall. Also je kürzer, desto besser. Mittlerweile kannst du Videos bis zu 60 Sekunden hochladen, aber danach wird geschnitten. Deswegen gucken, dass die Videos so kurz und so knackig wie möglich werden. Und auch wieder, um eine möglichst lange View-Time zu haben, das habe ich eben gemerkt bei mir und auch bei anderen Videos, je mehr Schnitte du hast oder wenn du überhaupt Schnitte dran hast, wenn du mal einen Szenenwechsel hast, wenn mal was anderes zeigst, beispielsweise nicht nur mich, zu meinem Thema dann auch mal einen Apfel zu zeigen oder eine Himbeere, erhöht deutlich die Viewtime und dadurch wird auch dieses Video deutlich mehr ausgespielt. Aber je kürzer, desto besser. Und 15 Sekunden bis zu ungefähr 30 Sekunden sind so die Videos, die am besten gehen. Und sie sagt ja so, wenn ihr 15 Sekunden Videos habt, könnt ihr die auch gleich bei Instagram, okay, bei den Reels hochladen. Genau. Okay. Ja. Dann TikTok-Trends, der vierte Tipp. Trends gibt es verschiedene Arten und Weisen auf TikTok. Trendig ist beispielsweise, wenn einer eine spezielle Musik hat und dazu einen Tanz aufführt, und dann machen ganz viele den nach. Mache ich nicht. Ich mache viele Sachen, die nicht unbedingt trendy sind. Also ich tanze nicht und ich singe auch nicht auf TikTok. Aber es gibt beispielsweise Lieder, die sehr gut abgehen. Und die lege ich dann einfach als Hintergrund über den gesprochenen Text drüber. Oder ganz wichtig, ähnlich wie auf Instagram, sind die Hashtags. Und läuft ein bisschen anders wie bei Instagram, weil die Hashtags werden dir wirklich vorgeschlagen. Und es gibt immer wieder trendige Hashtags, zu denen die Leute dann explizit Videos produzieren. Viele eben zu Tanz, viele eben zu Spaß. Aber mittlerweile gibt es auch Hashtags wie Teile dein Wissen oder Lernen mit TikTok, die explizit eben für die Content Creator gemacht sind, Expertenbusiness haben. Und wenn man die oben unten einfügt, landet man auch bei deutlich mehr Leuten im Feed. Wie macht man so eine Hashtag-Recherche? Also gibt es, wie komme ich auf zu diesen Hashtags? Die werden dir auf der For You-Page, gibt ja auf TikTok unten einmal den Homefeed, wo du einfach Videos gezeigt kriegst und dann gibt es die For You-Page. Und da werden die Trends, die jetzt eben, oder die Hashtags, die jetzt am Trenden sind, eben der Reihe nach gezeigt. Ah, okay. Kannst du durchscrollen und immer, wenn einen findest, der zu dir passt, sofort aufschreiben und dann. Und die Musik wird auch so irgendwie, wie findet man trendige Musik? Wenn du ein Video fertig hochgeladen hast, kannst du unten bei der Bearbeitung kannst die Filter wählen, kannst schneiden und deinen Voice-Over machen und unten links in der Ecke ist Sounds. Und wenn du da drauf klickst, wirst du auf eine Seite weitergeleitet, wo einmal, also wo verschiedene Lieder sind, die auch nach Kategorien geordnet sind. Beispielsweise TikTok viral, Top 30 Germany und so nach verschiedenen Themen geordnet. Du kannst aber auch auf Videos, die dir gefallen, die auch eine trendige Musik haben, unten auf den kleinen Button von der Musik klicken und den dann als Favorit speichern. Aber wenn ich was sehe, kann ich das abspeichern. Genau, kannst speichern und dann einfach, wenn du ein Video fertig hast, einfach aus deinem Speicher rausnehmen und dann drunter legen. So kann ich einfach meine, wo sie ja noch nicht auf TikTok ist, aber Influencer anschauen und schauen, was sie für Musik haben, welche Videos viral gehen und mir diese Sachen abspeichern. Ja, die Videos, die viral gegangen sind, kriegst du ja auch immer angezeigt, siehst ja, wie viele denen folgen. Du hörst immer wieder gleiche Musik. Und dann weißt du auch, das sind auf jeden Fall Lieder, die immer öfters genutzt werden. Okay. Was das heißt, es gibt ja bei Pinterest auch so diesen Start-Feed, der ist wahrscheinlich auf Viralität optimiert und auf was mir gefällt, was ich am längsten suche und mit wem ich folge. Okay, dann folgt einfach Anfang Leuten, die zu eurer Nische passen und dann könnt ihr da euch inspirieren lassen. Ja. Anhand der Hashtags, die du speicherst, anhand der Musik, die du speicherst und anhand der Leuten, denen du eben folgst. Muss man auf TikTok lustig sein? Nein. Oder ist man. Also man muss nicht jung sein, man muss nicht lustig sein. Man muss nicht tanzen. Ja, man muss einfach eben diese Expertise haben. Zum Beispiel mit dem Obstbaumschnitt, Pinterest und Selbstständigkeit oder... Ja. Okay. Genau. Hat man ja auch die richtigen Leute angezogen. Ja,
dein Thema einfach auf eine interessante Art vermitteln. Da kommen auch Leute, die sagen, ich habe eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber weil du das so interessant aufbereitest, habe ich jetzt was Neues gelernt. Und deswegen, ja, das stimmt. Die wissenhungrigen Menschen. Ja. Siehst du auch, wie alt deine Zielgruppe ist? Also siehst du, wie alt sind deine Leute? Also von 25 bis 35. Ja, also ist ja eine gute, ist sicher eine Zielgruppe, die Geld hat. Ja. Okay. Aber es sind auch ein paar deutlich ältere dabei, also auch über 70, die ganz früher mal was mit Obstbäumen gemacht haben. Also da ist alles. Hätte ich auch so nicht gedacht, aber auf TikTok ist wirklich gefühlt die halbe Welt. Ja, wenn dein Enkelkind auf TikTok ist, dann sagst du auch, ich will das auch, richte mir das ein. Ja. Okay. Ja. Und eben zu den Analytics auch noch wichtig, ein Pro-Account einrichten. Weil dann kriegst du nämlich die Analyse und kannst eben gucken, wer dir folgt, wie gut deine Videos sind, welche Hashtags für dich funktionieren. Und das ist einfach in den Einstellungen bei deinem Ich-Feed oben auf die drei Punkte und dann auf Pro-Account einrichten und schon kriegst du die Analyse. Hilft dann. Genau. Also ich habe das ja irgendwie automatisch gemacht und ich kann auch sagen, wenn ihr bei Pinterest euch anmelden wollt, ist es genau gleich. Ihr geht nicht auf ein privates Profil, sondern nehmt gleich ein Business-Profil. Also macht, genau. Wenn ihr selbstständig seid oder es mal werden möchtet, dann macht gleich auch Business. Und ich wurde auch schon gefragt, kommt dann irgendwie das Finanzamt und will Geld von dir sehen, weil du das machst? Nein, das ist noch nie vorgefallen, das hast du noch nie gehört. Business-Profil ist einfach wichtig für Analysen und nicht, weil du irgendwie dem Finanzamt dann sagst, dass du selbstständig bist. Also keine Panik, einfach anklicken. Na, und du kannst auch, wenn du den Pro-Account hast, kann auch TikTok dich einladen, gewisse Funktionen als erster zu testen. Dass du manche Funktionen schon früher geschaltet kriegst, um dann beispielsweise noch schneller viral zu gehen mit manchen Inhalten. Weil du die Videos anders hochladen kannst, weil du noch irgendwas Spezielles machen kannst, was andere noch nicht können. Genau. Ja, mega cool. Und der letzte Tipp, sei präsent bzw. sei sozial auf sozialen Medien. TikTok ist sozial, eben du hast den Share-Button und du kannst überall hin teilen. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut mit CTAs, also Call to Actions. Trag dich in die E-Mail-Liste ein, du kriegst hier dieses Freebie, geh auf Pinterest und folge mir da, geh auf meine Webseite. Also das funktioniert extrem gut. Und was unwahrscheinlich hilft, eben auch für die Reichweite, ist Kommentare beantworten. Und am Anfang kriegst du halt viele, die wirklich hundertprozentig auf dein Profil passen, weil du eben mit den Hashtags arbeitest, die auch zu dir passen. Und du lernst deine Zielgruppe noch mal ein bisschen besser zu kennen und auch wieder einen Haufen Videoideen kennen. Weil wenn die dann fragen, das habe ich in dem Video noch nicht verstanden, zack, machst du das nächste 15-Sekunden-Video und hast schon wieder mehr Inhalte für TikTok. Spannend. Hast du auch schon mal gepitcht auf dein Freebie, und da hat sich jemand eingetragen? Haben sich innerhalb von einem Tag über 30 Leute angemeldet. 30 Leute mit einem Call to Action. Ja, und das war ein Video, was bis heute noch nicht gut gelaufen ist. Also was bei Weitem nicht die Reichweite ändert. Also nur mit 5.000 Aufrufen oder so. Oder nur 3, mit 5.000 so Aufrufen. Ja, bei 5.000 Abonnenten. Das ist das Coole. Bei Instagram hast du irgendwie deine 1,5 oder sonst was, also 1.000 und dann am Schluss sind es 200 Leute. Und bei TikTok hast du 4 Follower und es sind 50 Leute. So, okay. Ja, wieso strenge ich mich so auf Instagram an, wenn ich einfach so auf TikTok haben kann? Ja, aber das ist spannend, weil... Lass ich auch links liegen. Ich mache jetzt wirklich nur noch Vollgas TikTok aktuell. Ja, also das ist sehr spannend, weil meine Leute in der Online-Business-Class, die auch verkaufen mit Pinterest, die lernen, dass sie ihre E-Mail-Liste füllen sollen. Ja, genau. Und jetzt haben sie bei dir gehört, das könnte man auch eben, ihr müsst nicht auf allen Plattformen sein, gar nicht. Aber ich würde euch schon mal sagen, probiert es mal aus, springt da mal über einen Schatten, ihr müsst nicht tanzen, macht da mal ein Video und schaut, ob euch gefällt. Und was ja auch cool ist am Business oder gerade am Marketing, also wenn ihr merkt, Instagram ist nichts für euch, Facebook ist nichts für euch, dann müsst ihr es ja auch nicht machen. Dann könnt ihr da eure paar Bildchen haben, schönes Profil und fertig. Ja. Ach, cool. Wie viele Follower hattest du da? Also eben, Follower sind auch nicht das Wichtigste, aber wie viele Follower hattest du, als du diese 3-Tages-Challenge gestartet hast? Auf TikTok? Ja. Yeah. Ich habe, glaube ich, mit 25 gestartet. Und dann ist nach dem 6. oder 7. Video ist plötzlich Sonntag, also sonntags läuft bei mir fantastisch, von freitags bis montags steigt das. Da ist in einem Sonntag sind über 1.500 Leute dazugekommen.
sonntags morgens hatte ich 33 Leute und so, als ich montags morgens dann wieder wach geworden bin, also auch schon den ganzen Sonntag, waren über 1500. Wow. Da war ich aber wirklich, ich war ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich war den ganzen Sonntag wirklich nur am Kommentare beantworten, weil das ging. Aha, auf deine Videos? Ja. Aber machst du also Strategien, dass du bei anderen likest oder so? Gibt, also scheinbar versteht keiner den Algorithmus, aber einer hat mal so eine Tabelle gemacht. Ein Like bringt scheinbar einen Punkt, ein Kommentar zwei Punkte, ein Share drei Punkte und wenn jemand nochmal das Video anguckt, scheinbar vier Punkte. Und das sind halt so die Algorithmen, wie der Algorithmus zählt. Spannend. Und deswegen ist, wenn du Kommentare kriegst und Kommentare nochmal beantwortest, kriegst du meistens nochmal einen Kommentar. Und dementsprechend hilft das auch nochmal. Aber wenn die Leute deine Sachen liken, genau, für den Algorithmus. Okay. Genau. Aber bei Instagram gibt es ja diese Bots, die liken und so. Ja. Gehst du auch zu anderen Accounts und likest? Genau. Ah, okay. Achso, nee, gar nicht mal so. Doch ab und zu so Videos, die mich interessieren. Ja klar, wenn man schaut, kann man auch ein Like da lassen. Genau. Aber du hast jetzt nicht irgendeine Strategie gehabt, wo du... da gar nicht, weil bei TikTok will ich wirklich die Leute haben, die mich weiterbringen. Vor allem, was so TikTok-Videos erstellen angeht, TikTok-Strategie. Und deswegen folge ich nur sehr, sehr wenigen und like auch nur sehr wenig, um halt die Inhalte zu kriegen, die ich haben will. Aber so Strategie mit Like und Follow und Unfollow, okay, mache ich gar nichts. Genau. Ja. Yeah. Also einfach ausprobieren. Das ist echt, die Reichweite, die man da aktuell kriegt, ist halt wirklich... Das ist wie bei Pinterest mit Videopins etc. Ja. Das sind auch immer, es sind immer alle, ja, du mit Pinterest, und die Leute auf Pinterest gehen und sehen, dass sie so riesen Reichweiten haben. Du hast ja einfach, aber es gibt halt einfach coolere Tools und das, da geht es halt einfacher. Ja, genau. Und eben, das du machst jetzt mit einem Video, kannst du halt zwei, drei Apps oder zwei, ja, Instagram, TikTok und Pinterest mit einer Klatsche erledigen, sozusagen. Machst du dann deine TikTok-Videos in die Reels schon rein, oder? Ich muss mich immer noch ein bisschen kürzer fassen. Ich kriege noch nicht so ganz hin, die 15 Sekunden. Das ist einfach, was mir bei Instagram eben ein bisschen auf den Senkel geht, nur die 15 Sekunden. Und da komme ich noch nicht hin mit meinen Videos. Mhm. Da bin ich noch zu lang. Okay. Aber wenn ich kürzere habe, dann auf jeden Fall auch auf Instagram teilen. Gleich sharen. Okay, bei Pinterest muss ich auch keine Gedanken machen. Aber auf auf Pinterest... Ja, weil... Da lade ich hoch. Wahrscheinlich ist ja auch cool, wenn du einfach nur den Share-Button klickst. Weil genau. Das würde dir dann ja wieder Punkte in diesen Algorithmus bringen. Ja, genau das. Und das ist einfach, da geht Pinterest auf, du machst noch deine Webseite rein, deinen Text, die Pin-Beschreibung und dann ist die Sache erledigt. Ja. Und man hat ja auch schon Hashtags und Tags und so geschrieben für TikTok, ja. Kannst einfach das Gleiche nehmen. Genau. Macht euch da nicht zu groß. Nee, einfach. Okay, spannend. Was wollte ich dich noch fragen? Also aktuell lädst du täglich hoch, weil du diese Challenge hast, habe ich das richtig? Mhm. Einmal am Tag oder mehrere Mal? Einmal am Tag. Ich mache da auch nicht irgendwie spezielle Uhrzeiten, weil ich ja noch Vollzeit arbeiten gegangen bin und gehe. Dann habe ich einfach, wenn ich Zeit habe, habe ich halt die Videos gemacht. Manchmal schneidet Lisa da die Obstbäume da. Genau. Im Hintergrund. Dann laufe ich über die Wiese und zeige, wie ich das mache. Ja. Und dann arbeitet sie immer zwischen der Pause, macht einen TikTok und dann, okay, spannend. Das, ja. Das ist aber auch für TikTok, auch für so ein Video zu machen, halt ganz geil, wenn du eh am Arbeiten bist, dann stellst du halt mal die Kamera daneben und zeigst halt, wie du gerade am Arbeiten bist. Dann hast du schon eine Szene für dein Video. Ich bin so unglaublich gespannt. Sag mir noch gerne, was wollte ich noch fragen, du bist schon mal live gegangen auf TikTok? Ja. Wie war das? Werde ich jetzt auch regelmäßig machen. Krass, cool, weil da kommen unwahrscheinlich schnell Leute rein. Du musst so 5 bis 10 Minuten warten und dann hast du auf einmal 1500 Leute, die dir das gucken. Weil das wird nicht nur deiner Zielgruppe gezeigt, weil live gehen scheinbar noch nicht so viele, sondern da kriegen alle möglichen Leute, die irgendwas mit deinen Hashtags, die du mal benutzt hast, und wenn ich halt Garten benutze und Natur, dann ist das halt eine wahnsinnige Bandbreite. Dann hast du auf einmal so viele Leute und dann wird das auch schon wieder für mich... wurde es überfordernd, weil dann kommen halt auch die Kommentare laufen halt nur noch durch. Weswegen ich dann mir jetzt wirklich einfach ein festes Thema setze, die Kommentare erstmal links liegen lasse, dieses Thema abarbeite, 15 Minuten lang denen alles erkläre und dann vielleicht noch so ein paar ausgewählte Kommentare beantworte. Boah, aber das hört sich noch viel Bock an. Ja, weißt du, das sind mal Challenges, wenn du... Die meisten haben ja eben gerade die Instagram machen, auch schon die Facebook-Lives. Wenn es bei mir nicht in der Business-Class ist, habe ich auch nicht so viele Leute, die zuschauen.
wenn du halt was gebucht hast, ist auch noch anders. Ach, heftig. Ja. Stell dir vor, ihr macht einen Launch. Launch heißt, dass ihr irgendwie ein Produkt verkauft und plötzlich sehen das einfach 1500 Leute. Ja. Boah, das ist ja noch heftiger als eine Ad. Und dann macht ihr nur schnell einen Post und pitcht dafür irgendwas. Genau, eben einen Post. Danach, der kriegt eben durch das Live, weil das Live bleibt halt lange noch zu, oder nicht, das bleibt nicht zu sehen, aber dass du ein Live gemacht hast, bleibt lange noch online. Und dann klicken die Leute halt noch mehr auf dein Profil. Und wenn du dazu dann noch ein frisches Video machst am gleichen Tag, das geht halt auch durch die Decke. Eben, wie gesagt, ich habe jetzt Videos mit über 100.000 Aufrufen nach 20 Tagen, nach 10 Tagen, was halt wirklich... Oh, kannst du noch deinen TikTok-Namen sagen, dass dir die Leute da folgen können, wenn ihr Bock habt auf Obstbäume? Ja. Fit im Obstbaumschnitt. Fit im Obstbaumschnitt. Meine heißt Iris Winkenbach. Das, das war übrigens der einzige Grund, wieso ich gleich einen TikTok-Account gemacht habe. Auf Instagram war Iris Winkenbach besetzt. Und das regt mich heute noch auf und dachte ich, auch wenn du kein Video hast, Hauptsache, du hast dir den Namen gesichert. Sehr gut. So, ich würde sagen, machen das nicht zu lange. Was würdest du meinen Leuten mitgeben? Die meisten sind selbstständig oder wollen es werden oder haben einfach geile Produkte am Lager und wollen die an die Leute bringen. Ja. Was ich mitgeben würde, machtet euch nicht zu kompliziert mit den Videos. Sorgt für gutes Licht, für guten Ton. Habt, bevor ihr dreht, schon im Kopf, was ihr eben machen wollt, beispielsweise 3 Tipps für mehr Reichweite auf Instagram. Seid präsent im Video. Arbeitet die 3 Tipps ab und sucht halt trendige Hashtags, die dazu passen. Ist eben Lernen mit TikTok. Wenn ihr eben Tipps macht, wenn ihr eben 3 Fakten macht, haut sie raus. Und immer einen Sound, wenn ihr eben nicht zu dem Sound tanzen wollt, legt ihr ihn einfach als Hintergrund über dieses Video drüber, sprecht dazu und schon habt ihr ein TikTok-Video. Mega cool. Und das geht so, es geht wirklich einfach und... Also Lisa ist eben auch eine coole und deshalb musste sie das da hier teilen und cool, also mega. Und eben, verknüpft wird mit Pinterest, weil es ist so einfach, das einfach überall hin zu scheren und passt halt wunderbar zusammen. Super, also mega cool, ich freue mich voll.